Kazam! Ja, was ist denn jetzt hier mit dem Matt los? Ich bin einer Einladung von dem gleichnamigen Unternehmen Kazam gefolgt. Ihr habt vielleicht schon mal bei uns auf dem Blog darüber gelesen. Das ist das Ding, wo zwei HTC, hochrangige HTC-Manager, gewechselt sind und ein Unternehmen gegründet haben, nämlich das Kazam Mobile Unternehmen. Ich bin jetzt hier einer freundlichen Einladung gefolgt, hoch über den Dächern von Berlin, und wir werden uns mal unterhalten mit Kazam, was dann hinter dem Unternehmen steht und was es denn für ein Produktportfolio uns zu bieten hat. Also nicht abschalten, nach einem kurzen Break geht es los. So, da bin ich auch schon, euer Matt Jackson von Android TV. Ich bin der Einladung gefolgt von Kazam Mobile hier in Berlin, und neben mir der Herr Häusler, Sales Director von Deutschland, Österreich und Schweiz. Hallo und schönen Dank für die Einladung. Gerne, ich grüße Sie. Ja, wir haben natürlich schon ein oder zweimal bei uns auf dem Blog über Kazam berichtet. Da ging es zum einen darüber, dass zwei hochrangige Manager, nämlich der Michael Cormes und der James Atkins von HTC, gewechselt sind, beziehungsweise ein neues Startup-Unternehmen gegründet haben, nämlich Kazam Mobile. Und der zweite Bericht war, glaube ich, darüber, dass sie nun europaweit ihre Produktpalette vorgestellt haben, die gleich mit 7 Geräten losgegangen ist. Und das hat natürlich auch unser Interesse geweckt. Und demzufolge sind wir natürlich auch dankend ihrer Einladung heute gefolgt, wo sie also auch neue Produkte wahrscheinlich uns zeigen werden. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Vorab würde ich ganz gerne mal die Frage stellen, das Unternehmen, wann dann sich das genau gegründet hat und wo der Sitz des Unternehmens ist. Kazam Mobile wurde 2013 gegründet. Unser Headquarter, also unser Sitz, ist in London, und wir haben und wir greifen auch auf einige Tochterunternehmen zurück, die uns in der Technologie helfen, auf deren Erfahrungen wir aufbauen können. Haben zum Beispiel ein Unternehmen, die NF Technology, unser Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shenzhen, die Produkte dann auch mit uns gemeinsam für die verschiedenen unterschiedlichen Märkte auch entwickeln und fertigen. Ja, nun ist es so, dass Sie also auch sich dafür entschieden haben, auf dem deutschen Markt unter anderem zu expandieren. Wird es da nochmal einen zusätzlichen Sitz geben, oder wird alles von London aus gesteuert? Da wir ja ein modernes und kleines, flinkes Unternehmen sind, haben wir derzeit keinen Sitz in Deutschland. Unser Vertriebsbüro ist quasi aufgeteilt. Wir arbeiten mit modernsten Mitteln. Homeoffice, der Vertrieb ist unterwegs beim Kunden. Marketing, die Agentur sitzt in München beispielsweise. Es wird irgendwann mal vielleicht die Notwendigkeit sein, dass wir ein Vertriebsbüro in Deutschland brauchen. Derzeit, muss man sagen, investieren wir lieber in unsere Produkte und in die Entwicklung unserer Produkte. Also es gibt auch Vertriebsbüros beispielsweise. Also in anderen Ländern, da ist ein Vertriebsbüro in Madrid oder auch in Paris. Nur in Deutschland ist alles sehr dezentral, da gibt es nicht eine große Stadt, in der alles stattfinden muss. Werden denn die Produkte jetzt auch über Europa hinweg verkauft oder erstmal in prinzipiell Europa? Kazam stellt sich auf als europäisches Unternehmen. Alles klar. Okay, jetzt hast du ja eingangs schon erwähnt, der Herr Michael Cormes und der Herr James Atkins sind, wie gesagt, von HTC und haben das Unternehmen Kazam Mobile gegründet. Der Herr Cormes ist CEO und der Herr Atkins ist Marketing, also hat seinen Job weiterhin aus, den er bisher auch ausgeübt hat, nämlich Marketing. Nun stellt sich natürlich die Frage, gerade in den letzten Wochen durch den Mitbewerber OnePlus und seinem ersten Produkt OnePlus One, was also von Oppo gefertigt wurde und daraus heraus sich kristallisiert hat, dass das also doch ein Tochterunternehmen von Oppo ist. Jetzt einfach mal so in den blauen Dunst gefragt, besteht eine Abhängigkeit zur HTC oder gibt es eventuell Geräte, die HTC ähnlich sein werden, irgendwas in der Art, oder ist es ein völlig autarkes Unternehmen und beruht halt nur darauf, dass die Herren von HTC gewechselt sind? Ja, das Letztere. Die Herren sind von HTC gewechselt, beide zufällig von HTC. Es gibt keine Verbindungen zur HTC, es ist ein komplett autarkes Unternehmen. Mhm. Was Sie beobachten können im Unternehmen Kazam, egal in welchem Land Sie schauen, es arbeiten immer alte Hasen aus der Telekommunikation, die aus namhaften Unternehmen kommen. Das sind Unternehmen wie LG, Sony Mobile, beispielsweise Nokia, haben wir hier Kollegen auch. Das heißt, man hat schon versucht, Personen zu rekrutieren, die
schon länger in der Branche tätig sind und eine einschlägige Erfahrung mit sich bringen. Dass es bei Michael Coombs und James Atkins beides Male HTC war, ist eher ein Zufall. Ah, okay. Gut. Eine Frage drängt sich auf. Der Name Kazam, hat er eine Bedeutung, eine tiefere? Was darf man darunter verstehen? Sind das Abkürzungen? Kazam hat so gesehen keine Bedeutung. Natürlich hat man bei der Gründung des Unternehmens versucht, einen Namen zu entwickeln, der in ganz Europa gut erkennbar oder gut aussprechbar ist, der auch nicht irgendeine Bedeutung hat in einem anderen Land. Kazam kommt eigentlich mehr aus der Comicsprache, so wie Wum, Peng, Wum, Wap. Zack, zack, und hat aber sonst keine tiefgründige Bedeutung. Okay. Ja, jetzt haben wir ja hier schon einige Geräte vor uns zu liegen. Was dürfen wir denn in naher Zukunft erwarten oder gibt es schon Produkte zu kaufen? Und wenn ja, welche Produkte sind denn das? Wir haben derzeit im Handel eine aktuelle Palette von zwei verschiedenen Produktserien im Android-Bereich. Einmal die sogenannte Trooper-Serie, die auch immer in der Nomenklatur die Bezeichnung X und dann die Zollgröße hat. Mhm. Beispielsweise fängt es dann an beim Trooper X3.5, das heißt Dual-Core 3.5 Zoll Größe, ein Produkt, wie Sie es hier beispielsweise sehen. Das geht dann weiter über ein 4 Zoll Produkt, 5 Zoll, 5,5 Zoll und alles aus der Trooper-Serie. Alles aus der Trooper-Serie erstmal und ein Trooper X6.0 beispielsweise. Hier haben wir ein Modell mit diesem populären Flipcover. Lassen Sie mich raten, das hat ein 6 Zoll Display. Das ist ein 6 Zoll Display, ganz genau, gut verstanden gleich. Und die zweite Serie, die wir in Deutschland anbieten, ist dann die Thunder-Serie. Ja. Mit der Bezeichnung Q und auch wieder der Bildschirmgröße. Das heißt, ein sehr gut verkauftes Modell ist schon das Q4.5 Thunder, also ein Quad-Core 4,5 Zoll. Also das Q steht jetzt für Quad-Core genau. Und das X steht für Dual-Core. Für Dual-Core, ganz genau. Was alle Produkte gemeinsam haben aus beiden Produktlinien, alle sind Dual-SIM-Geräte. Okay. Alle haben einen separaten SD-Speicherkartenplatz. Ah, das ist natürlich schon mal eine Ausnahme. Alle haben herausnehmbaren Akku. Mhm. Und alle haben die native Betriebsoberfläche Google zertifiziert drauf. Das heißt, es ist kein Skin, keine extra Applikation, keine Apps, die ich mit draufnehmen muss, sodass wir dem Kunden zeitnah das Update auch anbieten können. Und alle Geräte verfügen über diese einjährige Display-Garantie. Das ist auch außergewöhnlich und ganz neu. Darf man die Geräte routen, wenn Sie mir das schon so in den Mund legen, dass sie völlig Vanilla-Android sind? Das obliegt natürlich dem Betrachter, wobei es ist natürlich, oder dem Benutzer. Es ist also verliert man damit seine Garantierecht? Ja. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch deshalb sehr schwierig, weil wir ja Produkte haben, die über Google zertifiziert sind. Und ja, ich glaube, Sie dürfen bei Auslieferung, da sagt Google auch, Sie müssen geroutet sein, sonst kriegen Sie keine Google-Zertifizierung. Das stimmt schon. Aber im Nachhinein bieten das dann halt nur sehr wenige tatsächlich an. Die meisten sagen, Garantie geht verloren. Ist auch begründet letzten Endes, denn man kann damit wirklich das Gerät zerstören und unbrauchbar machen. So ist es. Und da sollte man also nicht so ohne weiteres drin rumspielen in den Systemdateien. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Wir haben also die Produktlinie Trooper und die Produktlinie Thunder. Ich habe aber gehört, dass es sogar noch eine weitere Produktlinie in Kürze geben wird oder in Barcelona, glaube ich, vorgestellt wurde. Ganz genau. Es wird eine dritte Produktlinie geben, die sogenannten Thunder. Mhm. Das sind dann die Produkte mit Octocore-Prozessoren. Das ist die Technologie, die momentan so das Nonplusultra im Android-Bereich bietet. Da kommt das erste Produkt im Juno als Thunder 5.0. Okay. Das heißt, es ist ein 5-Zoll-Gerät und wir arbeiten noch an dem Thunder 5.5. Deshalb, weil sich herauskristallisiert hat, gerade in Deutschland sind diese Zollgrößen bei den High-End-Geräten mittlerweile absolut der Standard. Kann es sein, dass ich auch was von Tornado gelesen habe? Die ursprüngliche Bezeichnung die Bezeichnung letztlich wird Tornado sein. Ah, okay. Also das heißt, alle Octocores werden Tornado heißen, alle Quad-Cores werden Thunder heißen, alle Dual-Cores werden Trooper heißen. Mhm. Wird denn das Tornado auch einen Buchstaben vorhaben, sodass man also weiß, dass das ein Octa-Core? Da sind wir noch am Überlegen, aber das haben wir uns noch nicht entschieden. Wäre natürlich konsequent. Ein O oder wie auch immer, das wissen wir noch nicht. Und das Tornado auch ein Dual-SIM-Smartphone? Ja. Auch mit zusätzlicher Speicherkarte? Ja. Können Sie mir dann so eine Preis-Range mal sagen, von bis die Geräte so liegen werden?
die, wenn Sie jetzt ein populäres Dual-Core-Produkt sehen, wie das 6 Zoll, das jetzt sehr populär ist, das hat eine UVP-Empfehlung von 179 Euro. Das hat jetzt hier ein Flipcover dabei, das gibt es zusätzlich? Das Flipcover ist im Preis mit dabei. Das heißt, der Endkunde kann sich entscheiden, ob er das Standardcover haben möchte oder ob er das Flipcover nutzt. Da gibt es unterschiedliche Vorlieben. Da haben wir das gemacht. Es ist natürlich auch ein Grund, dass viele sagen, ich möchte bei einem 6 Zoll Gerät das Display schützen, weil es eben sehr groß ist. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Ich habe vorhin wahrscheinlich noch ein anderes Gerät in der Hand gehabt. Da ließ sich eine gewisse Verwandtschaft zu einem anderen Smartphone, dessen südkoreanischen Hersteller ich jetzt nicht nennen möchte, mit einer Naht hier auf der Rückseite. Ach so, ja, das ist sind die neuen Trooper. Ja, das liegt dann jetzt fernab der anderen Presse, das haben wir gerade mal nicht vor der Kamera. Wir haben normalerweise bei den Produkten immer diese etwas raue Oberfläche, die sehr griffig ist und nicht sehr glatt ist. Es hat sich aber gezeigt, dass die Endkunden auch nicht nur alternative Farben als weiß haben möchten, sondern auch eben alternative Backcover haben, und da gibt es neben dieser matten und gut griffigen Version natürlich auch eine etwas aufgeraute Version, die dann so eine leichte Lederoptik hat, sage ich mal. Okay. Die Verwandtschaft ist aber nur ganz unbewusst. So völlig unbewusst und ich denke mal, dass die Produkte kommen auch aus völlig unterschiedlichen Unternehmungen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Vorab habe ich noch eine andere Frage. Wir haben ja jetzt hier drei verschiedene Prozessortypen angesprochen. Wer sind denn die Hersteller? Ich vermute mal, beim Octa-Core, wenn sie da relativ schnell sind, wird es ein MediaTek sein? Genau, MediaTek ist einer unserer Hersteller. Okay. Es ist, sind andere auch noch mit im Boot. Die Entscheidung, welcher Hersteller es ist, kommt eigentlich immer bedingt durch die Vertriebsentscheidung. Das heißt, der Vertrieb in Europa entscheidet, welche Produkte wann zur Verfügung, in welcher Preislage, mit welcher Ausstattung stehen sollen. Mhm. Und dementsprechend entscheidet unser Forschungs- und Entwicklerzentrum, wer der Produzenten oder wer der Chiphersteller ein entsprechendes Produkt anbieten kann. Okay, da frage ich nochmal anders. Ich habe auf der, ist es glaube ich noch eine englischsprachige Internetseite? Genau, ab morgen ist sie in Deutsch. Aha. Die wäre ab heute in Deutsch, aber es ist in Und in, worunter in erreicht man die? Vielleicht nochmal für die Zuschauer. Das ist unter www.kasam.mobi. Ah ja. Also die ganz normale Seite auch, aber die erkennt dann praktisch, dass man von der deutschen IP kommt und dann hat man das in deutscher Sprache. Ja, und zwar habe ich da gesehen, dass es dort auch eine CPU von Qualcomm. Qualcomm hat sich in der letzten Zeit einen Namen gemacht, muss man einfach mal so sagen, da sie doch, wer was auf AnTuTu Benchmark-Tests gibt, halt doch ein bisschen besser abschneiden als beispielsweise in MediaTek. Werden deutsche Geräte auch mit einem Qualcomm-Prozessor kommen? Das hängt davon ab, ob ein Gerät nach unserer Spezifikation von Qualcomm angeboten wird oder mit dem Qualcomm-Prozessor angeboten wird. Nur so entscheiden wir. Also die Entscheidung ist nicht unbedingt jetzt zu sagen, wir machen nur Qualcomm oder sind mit MediaTek verheiratet. Aber gibt es jetzt ein Gerät? Aktuell haben wir kein Qualcomm-Produkt. Okay. Derzeit aus dem Portfolio keines. Ja. Nächste Frage, LTE. LTE, wir haben zwei LTE-Produkte im Portfolio, im Kasam-Portfolio, bieten diese Geräte auch in Deutschland an. Der Handel nimmt diese Produkte allerdings nicht an, weil er auf LTE selbst derzeit keinen großen Wert legt, weil die Nachfrage spezifisch nach LTE auch eigentlich nur vom Netzbetreiber kommt und nicht vom Endkunden. Diese beiden LTE-Geräte, das sind 4-Zoll-Geräte und 4,5-Zoll-Geräte, bieten wir beispielsweise in den nordischen Ländern an, denn da ist LTE in dieser Displaygröße ein Muss von den Vertriebskanälen. Also sofern das in Deutschland ein Thema wird, würden wir das natürlich auch machen. Und die sind ansonsten komplett baugleich? Die sind baugleich mit einem 4-Zoll und 4,5-Zoll aus unserer Trooper-Serie. Aus der Trooper-Serie. Ah ja, okay. Ja. Da war jetzt schon so ein bisschen ins technische Detail gehen. Programmspeicher, wobei das vielleicht eher sekundär zu behandeln ist, da Sie ja gesagt haben, alle Geräte haben SD-Kartenspeicherplatz, aber so roundabout, was von bis an Programmspeicher wird da bedient? Das wird bedient zwischen 512 und 1 Gigabyte bei den 512 Gigabyte 512 MB und 1 Gigabyte bei den Troopers und Minimum 1 Gigabyte bei den Quad-Cores und Minimum 2 bei den Octocores dann. Ah ja, okay. Ja, das steht doch erstmal ganz ordentlich da. Jetzt wird sich wahrscheinlich ein jeder Zuschauer mal fragen, wo bekomme ich denn solch ein Gerät zu kaufen?
Zu kaufen bekommen Sie dieses Gerät im einschlägigen Fachhandel, wie es so schön heißt. Mhm. Das kann ein Mediamarkt sein, ein Saturn, ein Experte, ein Euronics-Händler. Gut. Wir haben als Distributoren auch Brodos beispielsweise, vermarkten derzeit nicht über Netzbetreiber. Ja. Also man muss es nicht nur online kaufen, sondern man kann es auch mal in die Hand nehmen. Ganz genau. Und mal ein bisschen austesten, beispielsweise, wie Sie eben schon sagten, im Mediamarkt oder im Saturnmarkt. Und ab wann wird es welche Geräte verfügbar geben? Die Mehrzahl der Geräte sind verfügbar und ich gehe davon aus, dass wir so bis in 4 bis maximal 6 Wochen die komplette Landschaft soweit auch mit Produkten versorgen konnten. Mhm. Nun muss ich fairerweise noch ein Thema ansprechen. Es gibt ja aufgrund dessen, dass Android ein quelloffenes Betriebssystem ist, jede Menge Smartphones und natürlich auch entsprechende Hersteller, die Smartphones herstellen. Ist also nicht so wie bei dem angebissenen Apfel, die eine Monopolfunktion ihrer Geräte und ihres Betriebssystems haben. Jetzt kommt, ich sag's mal salopp, noch jemand auf den Markt. Was ist der Grund, dass Sie sagen, okay, wir werden uns hier etablieren und wir unterscheiden uns von den anderen Herstellern? Der Unterschied ist zum einen mal die Breite des Produktportfolios. Mhm. Dann gibt es natürlich verschiedene Vorteile, die man jetzt aus Endkundensicht sehen kann und auch aus Handelssicht sehen kann. Mhm. Wenn wir mal den Händler betrachten, der uns gerne oder der gerne mit uns zusammenarbeitet, weil wir natürlich auch nicht nur eine komplette Servicelandschaft im Hintergrund haben, über ECC, Eno Telekom beispielsweise. Wir bieten ihm an, seinem Endkunden zu helfen in Verbindung mit Kazam Rescue, mit der Fernwartungssoftware. Wir bieten ihm an die 12 Monate Display-Garantie. Und das sind auch die beiden Punkte, die beim Endkunden ganz groß ins Gewicht fallen. Mhm. Der Endkunde heute in Deutschland ist sehr offen gegenüber neuen Marken und sucht sich da schon sein spezielles Produkt auch aus. Und wir punkten derzeit sehr stark auch natürlich mit der Möglichkeit, dass wir dem Endkunden eine 12-monatige Display-Garantie oder eben einmalig in diesen 12 Monaten anbieten, egal warum das Display kaputt ging. Ah ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Das heißt also, wenn es runterfällt, muss es nicht wie bei Versicherungen, darf es keiner aus der Verwandtschaft sein, man darf es nicht selber gemacht haben. Genau, das unterscheidet uns von Versicherung sein und was es da noch für Paragraphen gibt, sondern rigoros, die sagen, es ist kaputt gegangen, egal, wir fragen nicht nach. Mhm. Da geht es aber um Displaybruch. Ja. Das berühmte weiße Blättchen in dem Gerät drin, aufgrund von Wasserschaden, findet keine Berücksichtigung. Ja. Okay, wie muss ich mir den Ablauf denn vorstellen? Ich würde jetzt melden, ich habe ein gebrochenes Display. Wie wäre da der Ablauf? Entweder Sie rufen unsere Hotline an oder Sie gehen zu Ihrem Händler. Das heißt, wenn Sie eben im, selbstverständlich. Ja, okay. Das ist die gleiche Hotline, die auch mit Kazam Rescue, mit dieser Fernwartungshilfe, dem Kunden helfen kann, wenn sein Produkt nicht funktioniert. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das, in Deutschland sitzen? Die sitzen nicht in Deutschland, aber die haben deutsche Agenten. Okay. Das heißt, wenn aus Deutschland angerufen wird, ist auch ein nativ deutsch sprechender Kollege vor Ort, der unserem Endkunden dann auch hilft. Okay, und zu deutschen Preisen? Oder ist das kostenlos, das ist, die Hotline? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ah, okay. Na, nicht, dass wir denn irgendwie nach Indien anrufen. Nee, Sie rufen schon über eine deutsche Vorwahlnummer an. Das ist vielleicht einfach ein neues Smartphone zu kaufen. Nee, das ist richtig, das machen wir nicht. Nee. Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, einmalig dieser Displaytausch innerhalb von 12 Monaten. Genau. Gibt es eine Option, dass man sagt, ich hätte es gern für 2 Jahre? Nein, das gibt es bei uns nicht, das bietet ja gerne der Fachhandel an. Ja, na, ich habe es einfach mal gefragt. Jetzt wahrscheinlich auch schon die letzte Frage und dann möchte ich Sie erlösen. Die Geräte, wo werden die gefertigt? Wo werden die produziert? Die werden in erster Linie in China gefertigt. Da gibt es ja mehr als eine Handvoll Fabriken, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Das heißt, der Ablauf ist so, das Produkt wird definiert, die Specs gehen entsprechend zu NF-Technology und die suchen dann den entsprechenden Produzenten oder die entsprechende Factory aus, die uns dieses Produkt so zur Verfügung stellen kann, wie wir es gerne hätten. Wir achten natürlich schon auf ethnische Umstände, was die Fabrikation betrifft. Da muss man in der heutigen Zeit natürlich schon zum Teil dann entscheiden und sagen, da können wir gerne und da können wir nicht. Oder darauf habe ich jetzt gar nicht mal so sehr abgesehen. Ja, für uns ganz wichtig. Natürlich. Aber ich denke, es gibt kaum noch einen Hersteller, der nicht in China produzieren lässt. Ganz genau. Worauf ich eigentlich eher einen Fokus legen würde, ist, sind die Geräte Unikate oder kann es passieren, dass ich die von einem anderen Hersteller auch nochmal so sehen werde? Ich glaube nicht, dass Sie die so sehen werden. Okay. Kommt der ab und an mal vor? Ja. Gerade bei Versandhändler oder Ähnlichem, da ist dann jedes Mal ein anderes Label hinten drauf, aber es sind die gleichen Smartphones. Das macht für uns als Unternehmen, dass die Marke langhaltig etablieren will, auch keinen Sinn.
Sonst wäre es ein reines OEM-Angebot. Natürlich ist es irgendwo ein Produkt, das von den Innereien oder vom Inhalt her oder von den technischen Spezifikationen vergleichbar ist mit anderen Produkten. Vom Design jedoch nicht. Und bei diesem Support, den Sie bieten, wie lange gilt der? Der gilt lebenslang. Für die Kasam Rescue gilt unabhängig vom Benutzer, ist auch nicht personifiziert. Okay. Das heißt, wenn ich Ihnen mein Android-Telefon schenke, können Sie es genauso mit Kasam Rescue weiter benutzen. Und diese Antworten, die man da bekommt, beziehungsweise die Fragen, die man stellen darf, die sind nur gerätespezifisch oder darf ich auch über Android Fragen stellen, wenn ich mit Android gerade nicht klarkomme? Ja, die Frage wird ja auch so sein, dass der Endkunde sagt, ich habe kein Wi-Fi bei meinem Telefon beispielsweise. Dann ruft er die Hotline an, gibt die PIN frei. Unser Agent wählt sich ein auf das Telefon und stellt dann fest, gut, du hast kein Passwort eingegeben oder du musst Wi-Fi aktivieren. Natürlich wird es genauso sein, dass der Kunde sagt, irgendwas funktioniert nicht oder mein Telefon wird immer langsamer im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, woran es liegt. Dann versucht der Agent natürlich auch hier zu helfen. Das heißt, es kann dann sein, dass man sagt, das Problem beruht auf deiner SIM-Karte, auf den Netzbetreiber. Wir haben eine Information, dass Netzausfall war. Oder letztendlich kann es auch passieren, dass der Kunde sagt oder dass unser Agent sagt, das muss wirklich, es ist ein Defekt vor, du musst das bitte zu deinem Händler bringen. Hat der Agent da einen Remote-Zugriff? Das heißt also, würde ich theoretisch sehen, was er an meinem Smartphone macht. Das heißt, ich könnte es auch rechtzeitig blocken, wenn er anfängt, da meine TAN-Nummern von der Bank auszulesen. Genau, also natürlich muss ich sowieso erstmal die Zustimmung geben, dass ich mich einwählen darf, ähnlich wie beim PC-Remote-Zugriff über den Administrator. Und dann kann ich natürlich genau sehen, was er gerade macht. Ja, gut, Herr Häusler, ich bedanke mich erstmal für das freundliche Interview. Ich habe gehört, wir werden noch ein Gerät mitnehmen. Das heißt also, wir werden sicherlich noch mal etwas genauer einen kleinen Testbericht eines Gerätes vornehmen. Ich denke, ihr solltet das Unternehmen Kasam ruhig mal in den Augen behalten. Geht ruhig mal in den Mediamarkt vor Ort und den Saturn-Laden und schaut euch mal solch ein Gerät an. Ihr habt gehört, großer Vorteil natürlich, unabhängig davon, dass man also einen Remote-Zugriff und dass man das Display einmal kaputt machen darf, sag ich mal, ist natürlich ganz klar Dual SIM plus Micro-SD-Kartenslot. Das gibt es, glaube ich, so meines Wissens erstmal nicht noch irgendwo. Und herausziehbarer Akku. Genau, ist mir jetzt erstmal nicht so bekannt. Und wie gesagt, Akku ziehen geht ja auch oder Akku wechseln. Insofern würde ich also einfach mal vorschlagen, schaut weiter auf unseren Blog go2android.de und schaut euch auch den Testbericht an, den wir nachliefern werden und schaut auch mal, wie gesagt, was das für Geräte sind und vergleicht sie vielleicht einfach mal mit anderen Geräten. Das war's dann erstmal wieder bis hierher. Wir schauen uns und sehen uns im nächsten Video. Euer Matt Jackson. Schönen Dank. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.